yes, son, turn up the sound. Servus liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen bei nächster Folge MMA ohne Maske. Und wie ihr seht, heute der nächste gut gelaunte Gast, Karan Mosenbach. Karan, grüß dich, wie geht's dir? Hallöchen, freut mich, dass ich hier sein darf. Mir geht's bestens. Ey, super. Mir geht es auch Bombe. Ich freue mich, dass das Interview hier mit dir klappt, weil wir haben jetzt ein bisschen technische Probleme gehabt. Aber ja, wir sind beide so super technische Typen. Wir haben die Lösung gefunden und dementsprechend können wir loslegen. Mit vereinten Kräften. So ist das, so ist das. Karan, du stehst jetzt nur ein paar Tage vor deinem ersten Profikampf. Und ja, wie fühlt sich das an? Du startest am Samstag bei The Cage X NFC in Magdeburg. Wie fühlt sich das an, kurz vor dem ersten Profikampf? Ja, also ich muss sagen, das ist ein mega Gefühl. Also ich habe super, super Lust auf diesen Kampf. Natürlich hat man immer so diese Grundspannung, die man vor jedem Kampf hat. Hinzu kommt halt einfach jetzt, dass das ein bisschen was Neues ist für mich, dass mir wirklich so viele Leute schreiben, die halt nicht nur aus meiner Stadt kommen, sondern wirklich aus allen Herrgottswinkeln der Bundesrepublik, weil ich ja doch relativ viele Leute kenne. Und es wird einfach ein mega cooler Abend. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Es ist ein mega Gefühl, definitiv, definitiv. Cool. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vor allem auf dein Debüt, weil ich verfolge dich bei Insta schon etwas länger. Ich weiß, dass du schon 2 Amateurkämpfe auf deinem Konto hast, 2 Siege. Dazu kommen wir auf jeden Fall im Laufe des Interviews nochmal. Aber mich interessiert, wo und wann hat dein Weg des Kriegers angefangen? Mein Weg des Kriegers, geht der schon beim Ring los oder erst ab MMA? Komplett, ja, mit dem Kampfsport allgemein. Und okay. Was war der ausschlaggebende Punkt? Warum? Grundsätzlich ist das so gewesen, anfangs habe ich Fußball gespielt, wie glaube ich jeder Zweite draußen. Und mein Stiefvater ist wirklich der beste Mann, den es für mich eigentlich so gibt. Der kommt aus Aserbaidschan und bei denen ist halt Ringen quasi ist ein Volkssport. Das ist wie hier das Fußballspielen. Und der hat mich halt zu 2, 3 Fußballspielen gefahren und jedes Mal habe ich aufs Neue, haben wir so Handballergebnisse bekommen, immer haushohe Niederlagen. Und der sagt beim dritten Mal, ey, wenn das nächste Wochenende wieder so ist, ey, dann suchen wir uns was anderes. Und ja, dann kam es halt, wie es kommen musste, wir wieder verloren. Und durch dummen Zufall war nebenan in der Halle war halt ein Ringerturnier. Und da mein Vater damals selber Ringer war, also mein Stiefdad selber Ringer war, haben wir uns das angeguckt. Ich fand das noch ein bisschen befremdlich wegen diesen Ringertrikots. Die waren damals noch so Baumwoll und so dünn und gewöhnungsbedürftig. Aber ich bin dann ins Training gegangen, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und es ist ja, glaube ich, mit allem so, wenn man irgendwo wo relativ gut ist, macht es halt auch Spaß. Ne? Das ist halt einfach so. Und ich bin relativ schnell, relativ gut geworden, hatte da meinen Spaß gehabt, hatte super Trainer, mein Vater hat mich dabei unterstützt und ja, so ging das Ganze dann halt los, sage ich mal, in den Grundschulzeiten war das alles noch Spiel, Spaß und Freude. 2009 bin ich dann an die Sportschule gegangen, da war das dann halt alles schon ein bisschen ernster. Ich habe angefangen mit dem Freistilring, 2009 bin ich dann ins griechisch-römische Ring gegangen, auf die Sportschule, Olympiastützpunkt. Und wie es der Name halt schon sagt, ab da wurde es halt eigentlich ernst. Ne? Jeder Sportler, der da einigermaßen gut war, der wurde halt dazu getrimmt, dann irgendwie auch den Weg weiterzugehen. Ich wollte damals zum Beispiel in der 10. Klasse auch aufhören. Mit Schule wollte wieder in die Heimat. Aber mein Glück war halt tatsächlich, dass ich dann in diesem Jahreswechsel in die Nationalmannschaft gekommen bin. Und ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt nach Hause fahre, jetzt wo ich es gepackt habe, endlich in die Nationalmannschaft zu kommen, kann ich zu Hause nicht trainieren und die Europameisterschaft, die wir dann ringen, wird halt super schlecht. Und eigentlich bin ich nur wegen dem Sport dann noch ins Abitur gegangen, habe mein Abitur gemacht. Also habe ich dem Sport sehr, sehr viel zu verdanken, definitiv. Ja, das war eigentlich so mein Werdegang 2010 in die Nationalmannschaft, 10 oder 11 in die Nationalmannschaft gekommen, Europa- und Weltmeisterschaften gerungen und das auch bis Ende 2019 durchgezogen. Da es ein olympisches Sport ist, würdest du irgendwie von Stadt gefordert auch? Ja, also das war wirklich, also man muss schon sagen, auch als ich noch Schüler war, sobald du in der Nationalmannschaft bist, gibt es halt verschiedene Kaderstufen. A, B und C Kader, glaube ich, müsste das heißen. Und da kriegt man auf jeden Fall auch Geld, je nachdem, wie weit du halt bist. Wenn du Olympiakader bist, ist das halt neben deinem Job auch wirklich gutes Geld, muss man einfach so sagen.
Ja, ich war halt, ich sag mal, ich habe so nicht viel Taschengeld bekommen, aber weil ich halt gut im Sport war, habe ich mir das halt selber verdient. War halt ganz geil eigentlich. Von daher konnte man da auf jeden Fall gut leben als Schüler. Und wie kam dann der Wandel zu MMA? Das war ja eine relativ unglückliche Geschichte. Ich bin 2019, ja Mitte oder Ende 2019 aus der Nationalmannschaft, ja, kann man so sagen, rausgeflogen, ganz einfach. Es gibt halt so eine Bundesliga quasi, eine deutsche Bundesliga, und dann gab es halt noch eine zweite Liga, die war eher so privat finanziert. Kann man sich alles so vorstellen, wie so eine private Liga. Die war halt nicht so gern gesehen. Ich habe halt in beiden Ligen teilgenommen, habe halt für beide Ligen gekämpft, weil ich halt dachte, okay, so kannst du halt ein bisschen Geld verdienen oder ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja, das war nicht gern gesehen vom Verband. Und ja, dann hieß es, jeder, der in dieser zweiten Liga ringt, ist halt erstmal aus dem Kader raus. Dann bin ich deutscher Meister geworden, trotzdem nicht im Kader geblieben. Und das war quasi das Ende für mich. Und dann ging es halt für mich wieder in die Heimat. Die Heimat heißt Magdeburg. Und da kamen dann die ersten Schnittstellen quasi mit dem Launder Gym halt. Einfach weil es müsste Niklas Zeit gewesen sein, als er in die UFC gekommen ist. 2019, 2020, so in dem Dreh. Und der erste Kampf war gegen diesen Emir, starker Ringer. Und da lag es eigentlich auf der Hand. Ich sage, hey Niklas, pass auf, ich kann dir gerne helfen. Im Ring bin ich halt fit. Gucken wir, dass wir dich da ringerisch ein bisschen vorbereiten. Und ja, aus diesem ringerisch Vorbereiten ist dann irgendwie draus geworden, dass ich mir selber Handschuhe anziehe, mir einen Mundschutz koche. Und so ist das dann halt alles so ein bisschen ins Rollen gekommen, sage ich mal, als Trainingskollege erstmal oder so ein bisschen als Aushilfe, dann quasi selber ab in den Käfig. Aber es muss schon auf jeden Fall richtig heftig sein, wenn du in Vorbereitung hilfst, einen UFC-Kämpfer. Ne? Denn Niklas Stolze, wie du das schon mal erwähnt hast, hat sich damals für den MEF-Kampf vorbereitet. Was war es denn für dich? War das so der erste Punkt, so nach dem Motto, ey, guck mal, ich bereite hier einen UFC-Fighter, ich kann da auch irgendwo Fuß fassen in diesen MMA-Welt? Ja, also das muss man definitiv auch sagen. Also UFC, es war halt überall auch, sag ich mal, in den Medien zu der Zeit. Niklas hat da halt einen riesen Sprung gemacht, ne? Hat da auch so ein bisschen die Stadt halt einfach wieder auf die Karte gebracht. Und ich habe schon gemerkt, hey, guck mal, der kämpft in der UFC, das ist da jetzt, das ist halt Champions League, ne? Das wird halt absolut ernst. Und es ist jetzt nicht so, dass er mich da jetzt 5 Minuten lang durch den Käfig geprügelt hat. Klar, der ist halt nochmal ein Striker, ne? Das ist was anderes. Aber man muss sagen, hey, ich habe dafür, dass es hier meine ersten Stunden sind, da auf jeden Fall irgendwo ein Wort mitzureden. Und das hat mir halt ein bisschen Motivation gegeben. Na klar, der Stand war ein bisschen rostig und das muss sich halt alles erstmal entwickeln. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass diese Physis aus dem Ring und so, dieser Spirit, was man halt einfach so hat, was man so entwickelt, dass der mich da gut über Wasser hält und dass man halt einfach schauen kann, hey, wenn jetzt noch der technische Aspekt gut wird zu dem physischen und zu diesem mentalen, hey, kann das eigentlich eine geile Sache werden? Und wie gesagt, ich dachte mir halt, bei meinen ersten Amateurkämpfen, die werden nicht doller zuhauen als Niklas. Also, so, das war halt meine Motivation in dem Kampf. So, die werden nicht doller zuhauen als meine Trainingspartner. Und dann haben wir halt den ersten Kampf gemacht, ja. Hey, tolle Geschichte auf jeden Fall. Und ey, wo kann man besser den Stand-up quasi zu lernen, also Stand-up-Kampf zu lernen, als bei Launder Gym in Magdeburg? Und mit Niklas natürlich, ne, mit dem Trainer von euch, den Sascha, auf jeden Fall richtig starke Leute dabei am Start. Aber ich sehe das so wie eine Ergänzung, ne? Weil Launder Gym ist echt sehr bekannt fürs guten Stand-up. Aber wenn die auch einen guten Ringer wie dich dann auf den Bord holen, dann können Genau. alle lernen. Ne? Genau. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, denke ich. Das macht einen guten Mix aus und das passt sehr, sehr gut, ja. Okay, jetzt springen wir weiter, denn du stehst jetzt kurz vor deinem ersten Profikampf, da könntest du schon einige Erfahrungen sammeln in MMA. Was gibt dir MMA-Sport, was dir bei Ringen gefällt hat? Ah, ich muss sagen, was mir beim Ringen fehlt, also ich habe halt immer schon mehr, klar, Ring ist cool, Ring macht mir auch einfach riesig Spaß. Das ist so eine Sache, glaube ich, die werde ich auch Ewigkeiten noch weitermachen. Aber das ist halt nicht dieser komplette Kampf. Weißt du, was ich meine? Wenn ich in einen Ringerkampf gehe, weiß ich ziemlich genau, hey, der Gegner wird versuchen, jetzt einen Takedown zu landen oder hier und da wird versuchen, verschiedene Griffe anzusetzen. Und mit jedem neuen Sparringspartner, den ich im MMA habe, weiß ich halt nicht, was kommt. Dieses Ungewisse. Wird er schlagen? Wird er treten? Was ist das für ein Stil? Das ist einfach diese Vielfalt, sage ich mal. Das ist einfach eine mega coole Sache.
Weil MMA halt nicht einfach nur dieses Prügeln ist, dieses wilde Prügeln. Ist auch ein sehr, sehr taktischer Sport. Und du hast halt so viele Leute, die da verschiedene Stile mit reinbringen. Es ist einfach mega cool. Definitiv, ja, ist ein komplexer Sport, ne? Und vor allem, wenn man von Ringen kommt, wie du das schon mal gesagt hast, viele sagen auch, Ringen ist das Vater von dem Kampfsport oder der Vater von MMA. Ja, Ist es auch genau. tatsächlich so? Wahrscheinlich gibt es kein besseres Background oder nur schwer zu sagen, gibt es ein besseres Background als Ringen, wenn man mit MMA anfängt? Puh, ich sag mal, ja, so diese ganzen Sambo-Geschichten auch nicht verkehrt, ne? Das kombiniert ja im Endeffekt auch Ring, Grappling so. Aber ich finde Ring eigentlich schon eine sehr, sehr gute Base. Aber es ist, glaube ich, ganz einfach bei jedem so, mit jedem, mit dem ich mich unterhalte, wenn du halt ein Ringer bist, wünscht man sich, boah, ich wäre gern Striker gewesen, so weißt du, die Striker sagen, Individuell boah, ich halt würde sehr gern besser individuell. ringen können. Man will halt immer das, was man nicht hat, sage ich mal, ne? Das ist halt, ist, glaube ich, was ganz Normales. Definitiv, aber was ich halt so oft höre, auch von den Jungs, die sagen, ey Jakob, es ist deutlich schwerer, ringen zu lernen, so wirklich, ne, ringen zu lernen, als Striking. Striking Ja. kannst du, sage ich mal, in ein paar Jahren, ne, gut lernen, Ja. aber ringen, das ist eine Lebensaufgabe. Ja, das ist natürlich definitiv was anderes. Ich sag mal, ich vergleiche das halt immer so. Ich sag mal, einen Schwinger hauen kann fast jeder. Also so wirklich halt schwingen. Natürlich, wenn wir jetzt von Hochklasse-Striking reden, ist es auch wieder eine riesenschwere Sache, ne? Aber ich sag mal, irgendwie mit einem Schwinger einen Takedown vorbereiten, so, das ist ja dann das meiste, was die Ringer machen. Das kriegen halt noch relativ viele hin, ne? Aber wirklich das, wie verhalte ich mich in Druck, Gegendrucksituation, wo bewege ich mich jetzt lang und wie nutze ich den Druck vom Gegner? Das sind so Sachen, das muss man einfach drillen, dass die dann irgendwann ins Gefühl übergehen. Definitiv. Ja. Okay, du, Karan, du stehst jetzt vor deinem ersten Profikampf. Zwei Amateurkämpfe hast du schon absolviert. Drei. Einer war bei Drei. Super. Drei, Entschuldigung, ich habe nur zwei nachgeschaut. Ich weiß, dass einer war bei Superliga MMA, einer war bei The Cage, eure Veranstaltung letztes Jahr in Magdeburg, und fällt noch Und einer. der allererste war bei Hype FC, die haben auch so eine Amateurveranstaltung gemacht. In Ah. Bremen war das, glaube, ja, in Bremen müsste es gewesen sein, genau. Also, das fällt mir noch. Also, der dritte Kampf, definitiv. Das war der Und allererste, ja. was hat dich dazu bewegt, den Umstieg zum Profis zu machen? Naja, man muss ja ganz einfach sagen, das ist halt einfach eine Mega-Chance, sage ich mal. Ne? Ich habe es schon für mich angestrebt. Hey, irgendwann will ich auf jeden Fall Schienbeinschoner und Co. weglassen, dünne Handschuhe. Einfach weil das für mich halt wieder eine neue Herausforderung ist, eine Erfahrung. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt die Amateurszene in Deutschland, man hat halt nicht viele Leute, sage ich mal, die man kämpfen kann. Dann kennst du vielleicht noch den einen oder anderen, kämpfst du ungern. Nicht jeder nimmt dann halt einen Kampf an wegen diesem Ringer-Background. Und ja, der Kampf jetzt gegen Kevin Enns hat mir uns schon gezeigt, hey, wir sind halt mehr als ein Ringer, sage ich mal, das passt schon. Wir wollten ein bisschen Käfigzeit sammeln und haben uns dann gesagt, okay, wenn die Veranstaltung wirklich in Magdeburg ist, hey, worauf soll ich warten im Endeffekt? Ne? Einfach rein ins kalte Wasser. Ich fühle mich bereit, ich habe gute Sparringspartner, ich kann auch mal einen Schlag nehmen. Von daher, eine bessere Bühne gibt es fürs Debüt, glaube ich, einfach nicht. Korrekt. Für mich persönlich. Du hast jetzt den Namen Kevin Enns erwähnt. War es auch so ausschlaggebender Punkt, weil die Leute, die sich auskennen, wissen, oder für mich ist es so, Kevin Enns ist schon lange Jahren eine bekannte Name in Amateurszene. Und ich würde sagen, einer der erfahrensten Amateurkämpfer gewesen in Deutschland. Und wenn du den quasi geschlagen hast, war es eventuell so ein Ticket, okay, ich bin für Profis vorbereitet und ich bin bereit. Genau, das haben wir uns auch gedacht. Wir wollten halt auch einfach Käfigzeit sammeln, ne? Weil es bringt mir jetzt nicht, auch wenn ich 10 Kämpfe habe und das alles so First Round Finishes sind, das zeigt mir halt trotzdem nicht, dass ich dann halt auch mal eine Distanz gehen kann oder dass ich halt in schwierigen Situationen mal mich irgendwie behaupten kann. Und in dem Kampf gegen Kevin war Stand, die Boden, alles dabei und wir haben gesagt, hey, wir fühlen uns gut, wir fühlen uns bereit, auf geht's. Ich habe etwas nachgeschaut und wenn ich mich nicht irre, wenn ich da richtig liege, du hast bei Amateuren in Weltergewicht gekämpft, also bis 77 Kilogramm, korrekt? Das waren, glaube ich, zweimal Catchweights. Einmal gegen Kevin war 77 direkt und die anderen zwei waren so bei 82, haben wir uns da getroffen, ja. Sogar 82, Genau. weil jetzt kämpfst du in Catchweight 73 Kilogramm, korrekt? 73, genau. Okay, ist es ein Riesensprung für dich? Bist du eher so Weltergewichtler, der in Leichtgewicht wechseln möchte? Weil 82, das ist schon mal fast Mittelgewicht.
Ja, das stimmt. Bei mir ist das so, ich sag mal, wenn ich, ja, wenn ich so in der Off-Season rumlaufe, dann bin ich bestimmt bei 82, 83 Kilo, also schon 83 definitiv. Aber ich habe halt beim Ringen immer bis 77 gekämpft, weil da auch einfach das Gewicht machen eine andere Geschichte war. Man musste halt am selben Tag kämpfen und also quasi 8 Uhr war wiegen, 10 Uhr war schon kämpfen, deswegen konntest du halt nicht immer so viel Gewicht machen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Größte mit 1,75, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt so normal lebe, bin ich bei vielleicht 81, 82. Und da ist schon eine Überlegung wert, auf jeden Fall den Sprung in 70 zu machen. Aber wir wollten erst mal gucken mit einem Catchweight auf 73, wie fühlt man sich denn überhaupt? Wie tastet man sich ran an so einem Weightcut? Ja, genau, so kam das. Und wahrscheinlich nach dem Kampf, wie es so verläuft, wirst du eventuell eine Entscheidung treffen, in welche Gewichtsklasse du dich bewegen Genau, willst, ob genau, genau. Wenn ich jetzt Leichtgewicht. sterbe bei 73, dann wird es 77. Wahrscheinlich auch so ein Test, ne, für den Weightcut höchstwahrscheinlich. Wird das dein erster Weightcut, weil du meintest, du hast bis jetzt immer gekämpft in der Gewichtsklasse, ne, angewogen in 77, zack, in 77 kämpfen. Ja. Hast du ein bisschen Respekt vor einem Weightcut? Musst du da viel machen oder ist es bei dir eher so, okay, Diät und dann ein bisschen schwitzen? Na, ich habe jetzt, boah, wann habe ich angefangen? Kann ich da gar nicht genau sagen, wann ich angefangen habe, aber wenn ich halt so ein bisschen drauf achte, bin ich relativ easy bei knapp 80 Kilo. Stand jetzt, ich glaube, heute Morgen waren es sogar 78, also relativ easy. Ich denke, ich werde ab Mittwoch anfangen, Mittwochabend vielleicht wirklich dann mal mit dem Schwitzen zu beginnen, Mittwochabend, vielleicht Donnerstagmorgen, muss ich mal gucken, wie sich das Gewicht verhält. Aber wie gesagt, jetzt bei 78 super entspannt. Ich trinke aktuell noch super viel, also da ist auch noch genug Wasser im Körper drin. Also ich denke, die 5 Kilo sollten jetzt nicht überaus hart werden. Genau, also quasi den Entwässerungsprozess nimmst du so richtig ernst, die 24 Stunden vor dem Genau, Lager, genau, oder? genau. Also das ist auch das erste Mal, dass ich das mache. Aber auch da wieder profitiere ich so ein bisschen von Niklas. Der kennt das alles, der hat das schon öfter gemacht. Ja, und habe ich halt eine gute Anlaufstelle, sage ich mal. Auf jeden Fall ist es super hilfreich, wenn man jemanden an der Seite hat, so wie Niklas, ne, der super erfahren Ja. ist, vor allem auch was Weightcut angeht, weil er hat, glaube ich, oder er wollte in Leichtgewicht cutten, oder? Hat er sogar, hat er sogar. Hat er Den bei letzten UFC Kampf, letzter Kampf ja. tatsächlich, ne? Genau, ja. Wow, Ja. krass. 70, weil ich stand Und neben ihm, der wir normal haben. auch bestimmt 85 Kilo, oder? So in dem Dreh, oder? Genau. Und der ist auch recht groß, 1,85 m würde ich mal Ja, einschätzen. und so viel So. ist halt auch eigentlich an dem nicht dran. Er ist ja halt jetzt nicht dick, also das muss man auch sagen, ne? Er hat dicke Beine wie Sau. War schon stark. Weil ich habe ihn getroffen bei Octagon in München, haben wir uns getroffen und dann, boah, Alter, das ist riesig. Also ich bin auch 1,84 m, aber vielleicht ein bisschen größer noch als ich oder so groß wie Ja. ich. Und dann überlege ich 70 Kilo, ich werde dabei wahrscheinlich sterben. Ja. Aber wenn man mal so sich UFC-Kämpfe anguckt, gibt es ja viele, die sich irgendwo, sage ich mal, dann bei 77 einpendeln, dann machen sie ihre ersten Kämpfe, dann merken sie halt relativ schnell, je professioneller das wird, sind es vielleicht 70 Kilo. Und ich glaube, der Lucien Kita hat ja auch angefangen mit 77, hat er gekämpft. Und schau mal, der ist jetzt Double Champ in 66, also wird vielleicht Double Champ in 66 und 70. Also ist schon krass. Auf Muss mal jeden gucken, wo die Fall. Reise hingeht, ne? Wie sich der Körper auch Ich. verhält, wie er den Weightcut annimmt. Muss mal schauen. Ja, bei Losen kenne ich tatsächlich die Geschichte, weil ich habe mich mit ihm persönlich darüber unterhalten letztes Jahr und er meinte, ey Bro, ich habe Weltergewicht mit 75 Kilogramm gekämpft. Also da waren Leute, ne, die gecuttet haben. Ja. Und er meint, Leichtgewicht ist ja nicht meine Gewichtsklasse unbedingt. Also er cuttet im Federgewicht, weil es eigentlich seine Gewichtsklasse ist. Und ja, wie Ja, du krass. sagst, ey, wenn wir schon dabei sind, ne, kurz bei Octagon, einfach nur eine Frage. Du weißt, Keita versus Hanikidze, wir haben mal schon ein bisschen darüber geschrieben. Was denkst du, was ist deine Einschätzung? Nur grobe Boah, Einschätzung. also ich schätze das so ein, dass Keita das Ding gewinnt. Also ich finde den wirklich in allen Belangen wirklich sehr, sehr stark. Boah, wenn ich mir angucke, wie der zuhaut, wirklich, da ist jeder Schlag 100% und Und das nicht über eine blitzschnell. Runde, nicht über zwei, sondern halt Vollgas, ne? Also ich gehe mit Keita. Ja, okay. Ich auch, teilweise. Ich bin da so wirklich 50-50, weil Ja. ich kenne die beiden Seiten und ich bin sehr, sehr, sehr gehypt auf den Kampf. Ja. Gut, aber wir kommen jetzt zurück zu dir, denn die Vorbereitungen laufen. Wie lange dauert deine Vorbereitung eigentlich? Seit wann bereitest du dich für den Kampf gegen Kaderi auf? Boah, ich glaube so, ich habe so richtig angefangen vor, ich würde sagen, 6 Wochen ungefähr. Das war also die erste Woche war auch, glaube ich, die schlimmste. Das ist ja immer so, wenn man sagt, okay, man ist jetzt in Vorbereitung.
Dann sind ja deine Trainingskameraden nebendran, die wissen, okay, jetzt können wir den mal richtig durch die Mühle drehen. Dann war, glaube ich, das erste oder zweite Training, aber so ein leichtes Sparring sollte es werden. Haben wir eine Sparringseinheit gemacht, das ging 15 Minuten, also 3 mal 5 Minuten. Und jede Minute ist halt ein neuer reingekommen. Dann wurde 1 Minute nur gegrabbelt, 1 Minute Kickboxen, 1 Minute komplett MMA und wirklich 15 Minuten lang kam immer ein Frischer. Das war, glaube ich, die schlimmste Einheit. Ja, und ab dann wusste ich, okay, jetzt wird's ernst. Genau. Kannst du uns mal verraten, wer von deinen Teamkollegen hat sich meistens gefreut, wenn er wusste, ey, der Karan fängt jetzt mit der Vorbereitung, jetzt kann man sich fetzen, jetzt kann man wirklich gutes Sparring machen. Wer war so einer, der sich meistens Lascha, also da gefreut kann ich drehen und wenden, wie ich will. hat? Lascha, ich sag's euch, also wirklich, dieser Mann, ja, es ist krass. Also es ist wirklich, wirklich krass. Also, der ist so Wahnsinn. explosiv, der hat so eine Power. Also, ja, es ist Wahnsinn, auf Wahnsinn, jeden auf Fall jeden immer Fall. spaßig, ja. Ja, der hat da tatsächlich auch einen Titelkampf gegen den Brasilianer. Sein Name habe ich vergessen. Der Brasilianer kämpfte zuletzt gegen Khalid Taha. Deine Einschätzung zum Kampf? Lascher Sieg. Also auf jeden Fall, also der Mann geht halt wirklich für ein K.O. Ich habe halt so viel mit ihm gesprochen und es ist halt einfach nicht mehr so, dass er auch mit Gewalt jemanden K.O. hauen will. Das war ja bei den letzten Kämpfen einfach mit Gewalt will er jemanden K.O. hauen. Aber der hat ein ganz anderes Mindset aktuell. Also wirklich, Ja. das ist, wenn man sich mit ihm unterhält, ich finde das wirklich einfach, ja, irgendwo auch bewundernswert, wenn man wirklich sieht, ey, wie denkt er über das Ganze? Eine ganz andere Sicht. Er sagt, hey, pass auf, ein K.O. kannst du einfach nicht erzwingen. Er sieht das auch selber ein, dass es damals falsch war, das K.O. erzwingen zu wollen. Und jetzt bewegt er sich einfach so viel. Er ist wirklich spritzig. Er kann aber auch über Runden kämpfen. Also ich finde ihn wirklich brutal stark. Also Ich ich sage wirklich. glaube, er hat den letzten Test richtig bestanden gegen Kuschet, weil es war echt sehr, sehr, sehr guter Kampf und er Ja. ist sich jetzt ganz genau bewusst, ey, ich habe das Zeug drauf. Er ist jetzt in seinem Universum, in seinem Bubble und er weiß, ey, ich kann jeden schlagen. Also egal, wem ihr vor mir stellt, ich schlage den. Und ich glaube, das ist Genau. die Überzeugung, die er quasi hat jetzt. Und Ja. ich finde das richtig toll, wenn man merkt bei ihm diesen Mörderinstinkt, weißt du, so. Genau. Egal, auch in dem letzten Interview, so, ne, bei Fighting, ich habe mir das Interview reingezogen, denke ich mir, Ja. Alter, der ist schon krass überzeugt davon, was er redet. Ne? Das ist nicht nur Und so genau diese das ist halt auch Gelaber. die Sache, was ich halt wirklich, was da halt heraussticht, der sagt das nicht einfach nur, weil es irgendwie jetzt für ein Video cool klingt, sondern der meint das genau so, wie er das sagt. Der meint das genau so. Und so trainiert der Mann aber auch wirklich. Also ich muss wirklich sagen, es gibt bei uns keinen, der mehr Spirit da reinsteckt als er. Also wirklich, ich sag's immer wieder, absolut fleißig, ich gönne ihm das vom Herzen. Alles Mögliche. Also wirklich sehr, sehr stark. Cool. So, am Samstag triffst du auf Kaderi. Kaderi, genau. Abdul Kaderi heißt das. So, Entschuldigung, Genau. Name ein bisschen schwieriger für mich zu aussprechen. Abdul Kaderi. Der Mann ist schon etwas mehr Kampfsporterfahren, glaube ich. Er kommt aus München und hat 2 Profikämpfe bei German Cage Pioneer absolviert. Was macht das mit dir? Du bist der Profi-Debütant. Er hat schon 2 Profikämpfe. Macht das was aus? Nee, macht im Endeffekt nicht so viel aus. Ich freue mich einfach drauf. Also, Kevin hatte auch 15, 16, 17 Kämpfe, ich weiß es nicht. Ja, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, Erfahrung im Ring mehr haben als ich, aber wir nehmen es, wie es kommt. Bist du vor dem Kampf aufgeregt? Aufgeregt würde ich nicht sagen. Aufgeregt impliziert ja irgendwo so ein bisschen, dass man, ja, so eine Grundspannung ist auf jeden Fall immer da. Aber eine Grundspannung braucht man auch definitiv, weil das habe ich gemerkt beim Ringen. Die Kämpfe, bei denen ich nicht aufgeregt war, wo ich gemerkt habe, ah, den habe ich im Sack oder ah, mal gucken, was da jetzt kommt, das waren die Kämpfe, wo es mir das Genick gebrochen hat. Also diese Grundspannung, das macht dich halt wach, das macht dich halt fit, ne? Das ist so ein bisschen Adrenalin brauchst du halt immer. Wenn ich da reingehe, als wenn ich gerade aufgestanden wäre, dann wäre auf jeden Fall was falsch. Deswegen Grundspannung auf jeden Fall immer. Egal, gegen wen man Was kämpft. sind so letzte Gedanken, deine Gedanken, bevor der Käfig zugeht? Weil viele reden, ne, oft über den Tunnelblick und ich fahre meinen Film und so weiter. Ne? Das ist Ja. alles schön und gut für uns MMA-Zuschauer. Okay, ich kann mir das vorstellen, aber was erlebst du da im Käfig, wenn die Türe zugeht, der Judge kommt in der Mitte, holt euch zur Mitte und du weißt schon, ey, jetzt geht's los. Genau. Also bei mir geht das Ganze schon wirklich los, dass ich so in meinen Film fahre, wie man so schön sagt, wenn
wenn ich da in diesem Tunnel stehe, jeder hat ja so seinen Walk-in-Song, sage ich mal, den er halt einfach fühlt, ob das jetzt was für die breite Masse ist oder nicht, aber ich habe da so ein bisschen meine Schiene, die ich auf jeden Fall brutalst feier und ich bin dann wirklich so in meinem Film drin, wo ich sage, das ist nicht nur irgendein geiler Song für mich, sondern ich verbinde damit halt einfach was. Das ist so ein bisschen Emotion, ich bin da voll drin. Und für mich ist das auch ein sehr schöner Moment, wenn man sein Team abklatscht und dann wirklich reingeht. Und der Moment, wo dann wirklich die Käfigtür zugeschlossen wird, der andere ist auch drin oder ich komme als Zweiter rein, wie auch immer, die Käfigtür geht zu. Was mache ich halt? Ich schaue halt kurz rüber zum Gegner. Es ist einfach ganz normal. Man macht so einen kleinen Scan so mäßig. Man hat sich ja vorher zwar schon mal gesehen, aber man weiß jetzt, okay, jetzt wird es ernst. Und ab jetzt gibt es halt nur noch dich oder mich. Also ich bin da absolut im Fokus, bin super wach, konzentriert. Und das ist halt das Wichtige für mich. Einfach da sein, nicht den Start verpennen. Ich will halt wirklich von Anfang an da sein und mein Ding durchziehen. Definitiv. Viele sprechen über mentale Spielchen und solche Sachen, ja, auch Trash-Talk und so, aber glaubst du, kannst du Karan es deinen Gegner in Augen sehen, ob der ready ist oder nicht, ob du ihn schlagen kannst oder nicht? Ich sag mal, böse gucken kann jeder, definitiv. Aber ich glaube, so richtig stellt sich das raus für mich. Das habe ich auch sehr oftmals beim Ring gemerkt, wenn man den ersten Körperkontakt hat. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du selber irgendwo trainierst. Wenn ich halt den anderen anpacke und merke, boah, der hat Dampf oder der hat keinen Dampf. Oder wenn ich ihn treffe und dann, man achtet natürlich auch drauf, wie nimmt der Schläge. Körpersprache. Ist er jetzt eingeschüchtert oder sagt er, okay, gib mir mehr davon? Und das sind Sachen, die man versucht zu lesen, also die ich halt versuche zu lesen. Wenn ich halt versuche, anfangs dominant zu sein, oder wenn ich jetzt den wildesten Schwinger reinhaue und der nimmt den halt wie eine Eins, ja, dann muss er halt gucken, sage ich mal, ne? Aber wenn er halt davon beeindruckt ist und so kuscht, ja, dann baut mich das halt natürlich noch mehr auf, ne? Deswegen gleich von Anfang an versuchen, dominant zu sein. Genau, das ist so mein Stuf. Richtig cool, auf jeden Fall. Ja, interessante Antwort, definitiv. Okay, sagen wir uns etwas zum Abdul Kaderi, zum deinem Gegner. Womit ist er bekannt? Worauf musst du achten? Wo sind seine Stärken, Schwächen? Er macht auf jeden Fall auch so, wie ich schon gesagt habe, so Sambo-Geschichten, glaube ich. Sambo, Grappling-lastig sehr. Ich habe mir einen Kampf angeguckt bei GCP, der ging über 3 Runden. Er hat auf jeden Fall seine Stärken im Boden, definitiv will da halt für Submission gehen. Im Stand war das ein bisschen wilder, muss ich sagen, war ein bisschen wilder das Ganze. In dem Kampf hat er auch einen relativ guten Striker gehabt, muss man auch sagen. Ja, und ich denke einfach, ich versuche im Stand mein Ding durchzuziehen und wenn es dann halt an so ringerische Geschichten kommt, ja, dann muss man halt gucken, wer besser ringt in dem Fall. Aber ja, ich vertraue auf jeden Fall auf meinen Ring, aggressiv, wie halt auch defensiv, also offensiv und defensiv. Und ich will aber auch auf jeden Fall zeigen, dass ich im Stand was kann. Und ich gehe davon aus, so wie ich die letzten Kämpfe gesehen habe, ist er auch nicht davon abgeneigt, auch im Stand ein paar Hände zu hauen, definitiv. Ja, schon relativ Hammer. wild. Sehr gute Einladung für Samstag auf jeden Fall. Also, wer sich noch kein Ticket gekauft hat, kauft auf jeden Fall die Tickets für NFC und The Cage-Veranstaltung am Samstag und erlebe live vor Ort die Show oder Pay-Per-View, geht ja immer auch, ne? Fighting überträgt es, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich weiß, vor dir steht jetzt der erste Profikampf, aber mich interessiert, was für ein Mensch bist du? Bist du einer, der etwas langfristiger denkt oder okay, der erste Kampf und so? Obwohl, ich habe die Frage vielleicht falsch formuliert. Bist du jetzt und hier in diesem Moment oder bist du eher so einer, da möchte ich hinkommen? Also ich bin definitiv ein Mensch für den Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, in meiner Jugendzeit, ich gehe da mal ein bisschen zurück, war ich auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, hey, für mich gibt es nichts anderes, außer irgendwann mal diese Olympiade zu sehen. Als dann halt, ja, als ich quasi diesen Traum gejagt habe und dann halt feststellen musste, okay, es funktioniert halt nicht immer so, wie man das will oder wie man das gerne hätte. Es kann nicht jeder Weltmeister werden, es kann nicht jeder zur Olympiade fahren, war das schon ein ganz schöner Schlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nehmen wir mal jetzt an, ich würde mir jetzt als Ziel setzen, boah, ich komme in die UFC, ich werde der Krasseste. Und auch dann sollte irgendwas in meinem Leben sein, sei es privat, sei es sportlich, was auch immer, kann man nie wissen. Ich weiß halt schon, wie dieses Gefühl ist, dann halt, sage ich mal, auf der Strecke zu bleiben. Deswegen sage ich, hey, leb den Moment einfach, kämpf den Kampf, den du gerade kämpfst.
kämpf den nächsten Kampf, wenn er vor der Tür steht. Aber denk nicht zu weit. Mach erstmal deinen Job im Hier und Jetzt und dann guckst einfach, wo die Reise hingeht. Weil ich gehe auch ganz normal arbeiten, muss ich ja auch sagen. Nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwie trainieren kann. Ich gehe ganz normal arbeiten wie an jeder andere. Ich habe 30 Urlaubstage wie jeder andere. Und von deswegen, ja, einfach in den Tag leben und kämpfen, was steht. Krass. Okay, also, weil ich habe mir eine Frage vorbereitet, aber die macht ja jetzt keinen Sinn. Dementsprechend, also dein nächster Ziel ist dein nächster Kampf. Genau, mein nächster Ziel ist der nächste Kampf, genau. Genießt du den Weg quasi zum deinem nächsten Ziel? Weil es gibt's, ne? Es sind harte Trainings. Man muss auf vieles verzichten. Ich spreche nicht nur von Essen, Wasser, sondern vielleicht der Zeit mit Freunden, Familie, Freundin. Genießt du diesen Prozess? Definitiv. Also ich glaube, in den Zeiten, wo man dann halt auch wirklich mal verzichten muss, lernt man das andere auch viel mehr wertzuschätzen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, die letzten 4, 5 Wochen halt mal weniger Freunde, Familie sehe oder was auch immer, weiß ich das dann halt auf jeden Fall nach dem Kampf auf jeden Fall umso mehr wertzuschätzen. Und das beginnt dann halt für mich gleich nach dem Kampf. Ich werde erstmal mit Freunden und Familien wahrscheinlich erstmal, keine Ahnung, schönen Abend machen, vielleicht was feiern gehen. Einfach Sachen nachholen, die man in letzter Zeit nicht gemacht hat. Einfach auch mal ein bisschen was essen gehen, das Leben genießen, das alles nicht so ernst nehmen. Korrekt. Bis dann halt einfach wieder der nächste Kampf kommt, wo man sagen muss, okay, jetzt habe ich halt meinen Job zu erledigen. Ne? Ist bei mir genauso. Wenn ich habe so ein bisschen schwere Phasen, wo es wirklich viel zu tun ist, oder ich Ja. bin bei Dienstreise, dann denke ich mir, okay, noch die 10 Tage und dann weiß ich ganz genau, dann komme ich nach Hause, mache ich mir in meine Ruhe. Zwar steht bei MMA ohne Maske, Arbeit ohne Ende, aber ich nehme mir Ja. Zeit, ich gehe mit meiner Freundin schön frühstücken oder schön essen, gehe Genau, ins so wie es Schwimmbad, sein mache ich soll. das. Korrekt. Also man beschenkt sich selber, ne? Also quasi Genau, so. genau. Ich sag mal, man macht ja nicht großartig was anderes, aber ich glaube, man lernt es auch anders wertzuschätzen. Ich sag mal, Korrekt. klar, ich könnte jetzt jede Woche mit meinen Jungs irgendwo im Café hängen, Kaffee und Kuchen essen, aber wenn ich das halt nicht so oft kann, dann schätze ich halt die Zeit umso mehr. Und weil halt wirklich viele Freunde von mir im Bundesgebiet verteilt sind, ist das halt immer cool. Ich fahre wirklich viele Leute besuchen nach Frankfurt oder nach Berlin, hier und da, Dortmund, überall habe ich halt meine Jungs. Und das ist schon geil. Überall hast du eine neue Stadt, hast wieder deine Jungs, kannst Sachen erleben und das ist halt einfach geil. Sehr nice, sehr nice. Ja, man muss sich beschenken, ne? Wenn man schon so hart ackert, sage ich oft. Für mich ist das schönste Geschenk, wenn ich ganzes Jahr durchackere, ist das schönste Geschenk für mich zum Beispiel Auszeit, wenn ich Urlaub gehen kann, wenn mich erholen kann. Nur ich bin so ein Pechvogel, dass mir immer bei Urlaub was passiert. Ah, Dann kann das ich. ist nicht gut. Ja, ich war vor kurzem, vor ein paar Wochen war ich Urlaub und dann habe ich Hexenschuss bekommen. Dachte ich mir so, ich habe Scheiße. mich so abgefuckt. Ich sage, warum passiert mir Scheiße, das? ja. Warum? Also so, dann liegst du da wie ein, sorry für den Ausdruck, wie ein Krüppel, weißt du? Ja. Kannst nichts machen, kannst du weder im Wasser irgendwie schwimmen, weil du hast Schmerzen, ne? Ja, Kannst kannst du nur keinen gucken. Ausflug machen mit deiner Freundin, du fühlst dich so minderwertig, wenn ich sagen soll. Ja. Und sage, hey, Mann, ey, ich fuck mich da ab, aber mein Gott, wie gesagt, es Genau geht so auf ist es. jeden Fall immer weiter. Wird nachgeholt. Letzte. Auf jeden Fall, letzte Sache. Ich weiß nicht, ob du Fan davon bist oder nicht. Prediction zum deinem Kampf am Samstag. Prediction. Ich will das Ding auf jeden Fall gewinnen. Also da brauchen wir nicht drum herum reden. Es wäre Quatsch, wenn ich was anderes sagen würde. Ich werde das Ding gewinnen. Ich bin kein Fan davon zu sagen, boah, ich knock den aus, ich mache eine Submission, ich mache dies oder das. Klar, ich habe mir vorgenommen, ich will striken, ich will zeigen, dass ich striken kann. Aber wenn sich die Chance bietet und die Beine frei sind, dann werde ich halt auch einen Takedown machen. Ne? Ich bin da wirklich, ich Safe. nutze die Chance. Ich bin auch keiner, der irgendwie versucht zu spielen oder irgendwas. Einfach Killerinstinkt finishen, wenn es geht. Korrekt. Und so sollte das auch sein. Keiner wird fragen, wie du gewonnen hast. Alle werden Genau. fragen, ob du gewonnen hast. Das Genau, stimmt auf das jeden ist es. Fall. Das ist es. Cool. Ey, Karan, auf jeden Fall richtig cooles Interview. Ich spare mir extra ein paar Fragen, weil ich gehe davon aus, wir werden uns definitiv nochmal in ein oder anderen Interview treffen. Um Das hoffe ich mehr doch. über dich zu erfahren, definitiv safe, safe, safe. Ich danke dir, dass du die Einladung heute eingenommen hast, zu mir in ein Interview zu kommen, dass wir ein bisschen über dich erfahren könnten und vor allem in welche Form, wie befindest du dich, ne, jetzt kurz vor dem Kampf. Ich danke auch den Zuschauern, die sich das Interview anschauen. Und ja, danke dir. Das letzte Wort gehört natürlich dem Gast. Du darfst ruhig loslegen. Als allererstes, danke, dass ihr halt alle bis hierher geschaut habt.
Abonnieren nicht vergessen, kommentieren, Like da lassen, auf jeden Fall Das Pflicht. haben wir. Und ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der mich unterstützt, sei das jetzt Sponsoren, zum einen Phantom seit Tag 1, Team Kreuzers, meine Arbeitsstelle gönnt mir auch ab und zu, Freunde, Familie, ich bedanke mich bei jedem, der da auf jeden Fall den Kampf sich angucken wird, egal ob auf Livestream oder nicht. Ich werde von meiner Seite versuchen, das Ganze spektakulär zu gestalten. Das ist meine Maxime und ja, wir sehen uns auf der Seebühne. Reingehauen. So ist das. Reingehauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.